So. Jetzt werden wir uns erst einmal ein wenig umsehen. Und schauen wir doch mal. Was haben wir denn Ahoi hier there, Schönes? Fancy Pants. Wer bist What do you du? want? Was willst du I think I denn? just like to browse for now. Whatever. Da wir wohl noch nichts zu kaufen haben, beziehungsweise nichts kaufen können oder nichts Wichtiges zu kaufen haben, lassen wir dann einen guten Mann erstmal in Ruhe, wobei mich das Schwert durchaus Slashmaster, interessiert. when you want a sword as sharp as your wit. Das What do you think Lustige this ist, is, a museum? dass die Namen von Hey, you! diversen Sachen, unter anderem Come wie over here. zum Beispiel das Slash Master, einfach mit so einem Klammer TM versehen werden. Genauso wie The Secret of Monkey Island. Ja, da möchte wohl jemand was von uns. Dann gehen wir doch mal in die Hello? Gasse. Anybody in here? Hello? You know, bad things could happen to a person in a dark, deserted alley like this one. And at this time of night, nobody would be around to see it. So, diese nette kleine Drohung lassen wir doch nicht auf uns sitzen und kontern entsprechend, indem wir sagen, ja, und Leuten, die sich von hinten anschleichen, könnte auch Yeah, etwas and bad things passieren. happen to people who sneak up on other people from behind. So, you're gonna give me a little attitude, huh? I'd better get your name. So. Wir sind natürlich stolz auf das, was wir werden wollen und flunkern auch ein wenig, denn wir sind Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. I'm Guybrush Threepwood, and I'm a mighty pirate. Listen, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Well, whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Sheriff Fester Shinetop. Take it from me. This is a bad time to be visiting Melee Island. A Genauso wie very Mealy Island bad TM. time. My advice to you is to find somewhere else to take your vacation. Somewhere safer. Boy, I feel much better knowing there's an officer of the law around. Ja, Guybrush ist wirklich nicht gerade der hellste. Oh, a circus! I love a circus! Wenn ihr diese subtilen Andeutungen nicht mal wirklich versteht. Aber, ich meine, so ein super Sheriff in der Stadt ist doch gut. Gehen wir doch mal zum Sitz des Gouverneurs und schauen uns da ein wenig um. Gehe zu tödliches Piranha-Pudel. I don't think I can get past them. Pudelrudel. Gut, hier dürfen wir wohl offensichtlich noch nicht hin. Dann gehen wir wieder zurück. Ich finde auch, sie haben durch die Musik und Soundeffekte, die es ja auch durchaus in der klassischen Version gibt, haben sie eine Atmosphäre geschaffen, die einfach seinesgleichen sucht. Man kann sich durchaus vorstellen, dass man hier jetzt in einer Gegend You der gotta Karibik get me ist. out of here! I'm a victim of society! Not to mention Ah, ein halitosis. Italiener. Und ein Opfer des Blah. Mundgeruchs. Hey, it's hard to keep my breath minty fresh when there's nothing to eat in here but rats. Gut. Mit dem möchte Guybrush jetzt wohl erstmal nicht reden. Moment, hing da nicht gerade noch ein Zettel? Nee. Weil solange er Mundgeruch hat, möchte er eben kein Wort mit ihm wechseln. Und deswegen suchen wir uns dann doch mal einen anderen Ort. Was haben wir denn hier Schönes? Ye old rubber chicken with a pulley in the middle shop. Schön, der alte Serving your rubber chicken Gummihuhn. with a pulley in the middle needs for over 50 years. Oh, das nennt man doch mal etabliertes Etablissement. Aber leider kann ich da nicht rein. Gut, was haben wir denn mit ihm hier? Excuse me, but do you have a cousin named Sven? Ob wir einen Cousin namens Sven haben? Nein, aber wir haben einen Friseur namens Dominik. No, but I once had a barber named Dominique.
close enough. Let's talk business. Das reicht dem guten Mann zu reichen. You want to buy a map to the legendary lost treasure of Melee Island? Oh, und das trifft sich ja gut. Only one in existence. Rare. Very rare. Hört sich doch gut an, das ist das, was wir brauchen. Das haben wir nicht. No thanks. I don't have enough money. Dann müssen wir wohl erstmal schauen, dass wir genug Geld kriegen, damit wir dann den Schatz ausgraben können. Das wird sich sicherlich schnell rentieren, weil wir sind ja gute, tapfere Piraten, die oder ein angehender guter Pirat. Was mir übrigens gerade aufgefallen ist, das Gumbar-Schild gefällt mir in der klassischen Version einfach besser, weil da noch ein kleiner Smiley drauf ist. Ich weiß nicht warum, aber der ist mir vorhin aufgefallen. Ich finde ihn gut. Schade, dass er in der überarbeiteten Version fehlt. So, dann gehen wir doch mal auf die Insel. Was euch vielleicht schon aufgefallen ist, es gibt keinerlei Tutorial und auch keinerlei Vorwarnung oder sonstiges, sondern man wird einfach in das Spiel reingeschmissen, was bei den klassischen Spielen durchaus üblich ist. Da gab es halt noch eine Anleitung zum Spiel, wo halt alles drin stand, was es heutzutage halt nicht mehr gibt, weil es halt alles in einem Tutorial festgehalten ist. Und hier, man hat das Spiel gestartet und hat direkt losgelegt. Was ist grün, haarig und hat etwa 1000 Beine? Yikes! Oh, you almost scared me to death. Ah, das ist der Speer übrigens. Oh, never mind. What did you say your name was again? Ein ziemlich blinder Speer. Aber wenn man so alt ist, kann das durchaus passieren. I'm Guybrush Threepwood. I came to Melee Island because I want to be a pirate. Well, you picked the right place for it. Though perhaps the wrong time. Not to mention the wrong name. You have the silliest name I've heard in a long time. Die Geschichte mit dem Namen zieht sich übrigens durch. Das gibt bei allen Spielen so und bei fast allen Charakteren und es wird nie alt. Island. I watch the ocean for approaching storms and ships and report them directly to the governor. Ein blinder Speer, super. Unexpected visitors, especially not now. So, wir brechen das Gespräch mal ab. Good luck. Weil wir wollen ja den Schatz suchen, beziehungsweise wir brauchen ja erstmal 100 Goldmünzen, bevor wir überhaupt den Schatz suchen können. Und dann gucken wir uns hier doch mal um. Was ist denn da in der Lichtung? Achso, Moment. Was ich ja auch noch zeigen wollte. Die Insel heute und die Insel damals. Was gleich geblieben ist, ist der Soundtrack. Der hat einfach nur ein paar mehr Polygone, sage ich schon. Ein bisschen wurde der einfach aufpolierter, dass der ein bisschen moderner klingt. Aber selbst in 8-Bit klingt der Soundtrack nach wie vor genial. So. Was haben wir denn hier? 1 Zirkuszelt. I think there's something going on in there. Ja, deswegen. I get in the cannon, but the gunpowder makes me sneeze. Oh, Mario und Luigi. I can't do it. I hurt my hand taming the lions last week. Die diskutieren jetzt gerade. Ich glaube nicht, dass der Kratzer so viel wiegt wie meine Allergie. Du Betrüger hast gar keine Allergie. Los, ab in die Kanone. Nein, du gehörst in die Kanone. Nein, du gehörst in die Kanone. Feigling. Angsthase. Waschlappen. Und so weiter. Das geht jetzt weiter. Übrigens, auch toll ist, ich verkaufe diese tollen Lederjacken, ist ein Spruch aus den Indiana Jones Adventures, die ich glaube sogar noch älter sind als The Secret of Monkey Island. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, müsste ich mal nachlesen. How do you like the chance? A once in a lifetime chance. To perform an amazing feat. A death-defying feat. Die reden so schnell, da komme ich nicht hinterher gegen die schnelle redenden Künstler aus Italien. An
an easy feat. But exciting. With the amazing. Adventurous. Acrobatic. And exceedingly well known. Fabulous. Flying. Fettuccine Brothers. That's us. Fettuccine. My brother Alfredo. And my brother Bill. Alfredo und Bill. It's very simple, really. Okay. See that cannon over there? All you have to do is get in the cannon. Alles, was ich tun muss, ist in die Kanonen zu steigen und sie schießen mich heraus. Klingt doch super. Quite safe, actually. Super sicher. Was sage ich dazu? Ich möchte erstmal wissen, was, wie viel zahlt ihr denn? Ich meine, Geld ist ja alles. How about 478 pieces of eight? 478 Goldstücke. Das klingt gut. Da kann ich mir auf jeden Fall die Schatzkiste leisten. Da habe ich dann doch super raus. Haben wir einen Helm? Nein, eigentlich nicht, aber wir lügen einfach mal. Ich meine, das klappt ja in der Regel. Of course I have a helmet. What sort of idiot do you take me for? Well, let's have it. We want to be sure. Jetzt wollen sie den Helm sehen. Zeige mir deine Helme. Ja, leider haben wir keinen. Dann muss ich wohl mir jetzt noch einen Helm besorgen. Aber die 478 Goldstücke sind auf jeden Fall durchaus die Mühe wert. Ich weiß auch, wo wir den herbekommen. Und zwar, wie üblich, aus dem Dorf. Nein, ich gehe jetzt nicht zu den Lichtern, weil dann dauert es eine Stunde, bis wir wieder weiterkommen. Nein, zum Aussichtspunkt wollte ich eigentlich auch nicht. Das Schöne ist, die Charaktere sind sehr, sehr liebevoll gestaltet. Also nicht nur vom Optischen her, weil, um das einfach nochmal optisch, ne? Sondern auch vom Verhalten her. Die haben alle ihre eigenen Marotten. Die haben ihre eigenen kleinen Geschichten, wie zum Beispiel er hier. Was guckst du? Und ich würde mich gerne vorstellen. Ich heiße Guybrush. Ja. Ja. Moment. Warum sind Piraten nicht beim Gouverneur willkommen? Wegen LeChuck, deswegen. Das ist der Kerl, der die Gouverneurin zum Abendessen besucht und nie wieder gehen wollte. Er hat sich total verknallt, aber sie meinte nur, er sollte tot umfallen. Das hat er dann auch getan. Danach wurde das Ganze ziemlich ungemütlich. Ja, also der gute Mann scheint sich wirklich in die Gouverneurin verknallt zu haben, wenn er auf Kommando tot umfallen kann. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, woran er gestorben ist. Er versuchte, die Gouverneurin zu beeindrucken, indem er lossegelte, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Aber dann kam ein Sturm, versenkte sein Schiff und ließ keine Überlebende zurück. Alle dachten, das sei das Ende des schrecklichen LeChuck gewesen. Aber wir hatten Unrecht. Das ist schon mal interessant. Fragen wir doch mal, was das Geheimnis von Monkey Island ist. Only nur LeChuck weiß es. He still sails the waters between here. Er segelt immer noch in den Gewässern dieser Gegend. Sein Geisterschiff terrorisiert die See. Ja, und deswegen sitzen sie hier und nicht auf ihren Schiffen, weil sie einfach Schiss haben. Gut, fragen wir mal nach dem Dartbrett. Ein bisschen die Zeit totzuschlagen. Dartbrett, das haben wir nicht mehr. Es gab einen schrecklichen Unfall. Trinken und Pfeile gehören nicht zusammen. Jetzt sind wir mal ziemlich dreist und fragen mal, was mit seinem Auge passiert ist. Nun, ich habe gerade eine Kontaktlinse eingesetzt als... Hey, Moment mal. Das geht dich gar nichts an. Sorry to bother you. Bye. Also der gute Mann hat sein Auge wohl beim Kontaktlinseneinsetzen verloren. Was ja durchaus auch mal passieren kann. Natürlich. So. Hey, you can't come back here.
Diese Folge ist nun leider vorbei und wenn sie euch gefallen hat, dann gebt ruhig einen Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr mir auch einen Kommentar dalassen und wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, dann klickt auf das Abonnieren. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt.